glaube, Rocky. Sonst gehe ich zum Namensänderer, wenn ich es jetzt falsch gemacht habe. Und jeder Fan der Filme soll mir bitte gnädig sein. So, und die Arena nehmen wir noch nicht mit. Ja, wie gesagt, welchen Weg gehen wir? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Da ist mit... Das sieht so aus, als würde man da mit Wasser nur hinkommen. Da. Wobei, da sind einfach wahrscheinlich diese ganzen Stege. Von der Seite kommen. Oder von der Seite. Das sieht aber aus wie ein Wasserweg, aber da ist doch der Fahrradweg. Und es ist auch gelb, es ist definitiv kein Wasser. Versuchen wir es. Zerschneider haben wir ja dabei. Dann geht es jetzt auf zum Fahrradweg. Und wir den ganzen Roggen und beigehen. Die Arena wäre Mimose übrigens wieder gut, oder? Da besteht doch alles aus Gift-Pokémon, wenn ich mich nicht... Ah, wir haben da noch ein Problem. Aber gut. Oh, die klingt so schrecklich. Ich werde es einfach wegbomben. Jetzt brauche ich noch ein zweites davon. Kreuzhieb. Tschüss. Fies, wenn du auf den fetten Wanz einmal so BAM! Und dann liegt es auf dem Boden und ist kaputt. Gehend läuft in die Berge. Ich möchte... Oh, schöner Brunnen eigentlich. Ich möchte doch lieber nochmal kurz das Pokémon Center aufsuchen. Allein wegen der AP. Es kann zwar noch ein paar Kämpfe bestreiten, aber ich denke, das werden ein paar mehr werden. Ich weiß nicht, wie viele er davon nehmen wird. Ich würde ihn aber gerne auch auf 40 haben, so ungefähr, wenn wir da durch sind. Und Tor. Oder lässt mich hier nicht durch? Da geht's nach oben. Das muss ich noch gucken. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Oh, dann lass mich da hoch. Ich wusste doch, dass einer hier ist. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Wenn du mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Münzamalett. Hast du 40 gefangen? Ich glaube. Oh, du hast 28 gefangen. Hm, schade. Du benötigst 40, um das Geschenk zu erhalten. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Wir werden mit dem Rad fahren. Ja, durch die ganzen Punks und Rocker und das ganze... ganzen bösen Trainer. Was willst du? Gefällt dir meine Frisur nicht? Das macht dich kaputt. Eduard, bitte. Nicht so vulgär. Eduard, bitte. Jetzt bitte benimm dich. Eduard. Andreas. Was soll das? Voran, lass dich vergiften und du fliegst raus. Wir sind hier ein bisschen unterlevelt. Möchte ich die Surfco erst später machen sollen? Oh, man weiß es nicht. Aber dann kommen wir hier wenigstens gechillt durch. Eduard, pack das weg! Pack das... Ich möchte das hier nicht sehen. Pack das weg! Pack das weg! Nicht schlecht. Das hätte ich nicht erwartet. Eduard, rauchst du schon wieder? Eduard, du weißt, du sollst das nicht tun. So ein Name, der kannst du nicht als Rocker oder Punk oder was er darstellen soll. Biker heißen die, glaube ich. Kannst du das nicht ernst nehmen, wenn er Eduard heißt? Eduard, ich bin erzürnt. Komm von deinem Motorrad herunter. Fang's ja nicht zu lachen. Wegen deinem Namen. Eduard, hier lacht dich keiner aus. Eduard, benimm dich. Bitte. Du solltest ein wenig an deiner Attitüde arbeiten. Eduard, also wirklich. Was ist denn mit euch hier eigentlich los? Da geht's runter. Oh, da geht's los. Da geht's los. Ja, ich möchte euch alle... Hey, hast du mich angegempelt? Ich mach Kleinstein. Ich mach Kleinstein, genau. Ich mach Hackfleisch aus dir.
Saul. Das klingt doch so ein bisschen mehr nach Biker. Fast schon nach Ghetto. Ob der hier so reinpasst, man weiß es nicht. Du riechst erstmal einen dicken Tritt ins Gesicht. Das ist nicht so effektiv. Das ist nicht gut, dass das nicht so effektiv ist. Oh, immer diese Giftscheiße. Versuchen wir noch Megakick. Vielleicht hilft's ja. Man weiß es nicht. Das hilft nicht wirklich. Zwei Megakick für einen scheiß Pokémon. Oh, das wird knapp. Wenn der jetzt nicht gesessen hätte, dann wäre vorbei gewesen. Andreas, du enttäuscht mich ein bisschen. Du lässt nah. Mal zwischen... Wumms, ihr Hampel. Ich bin zwischendurch sehr stolz auf dich, aber... Wir werden dann doch mal versuchen, mit Rübe was zu reißen. Pflanze gegen Gift, super. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Was bist du denn? Glatzkopf. Volker! Volker ist Türsteher. Und er hat ein besseres Motorrad rein optisch, finde ich. Rübe! Hat von Malz verloren, würde ich sagen. Aber da geht einiges, das hätte ich nicht erwartet. Dass die 5 Level da so was ausmachen? Nicht schlecht. Dann ist der Dom nämlich alles verloren. Doin, endlich. Ein bisschen aufholen, ein bisschen, bitte ein bisschen aufholen. Mach hallo, 90.000. Von so einem hätte ich mindestens einen Maschok erwartet. Der Folge ist ein Schrank. Der ist wirklich... Der passt genau in den Türraum, so ungefähr. In einem breiten Türraum natürlich, aber die Konturen kommen hin. Also, der Türraum und Volker werden sich im Profil wahrscheinlich nicht wirklich viel geben. Sieht ziemlich gleich aussehen. Außer natürlich, man nimmt das von vorne, so einen Schatten. Da hat Volker einfach mehr Masse, so eine Tür ist da durchlässiger. Ja sicher, ich mach dir Platz. Bitch. Was seid ihr denn alle so böse? Und wie du wieder aussiehst, Trutz. Gib alles. So, Säure gegen Giftpokémon kommt, glaube ich, nicht so geil. Versuchen wir es mal mit einem Giga-Sauga. Na. Natürlich. Irgendwie ist das ja auch kein Trainingsgrund für Rübe. Rübe hat seine große Wegzehrung wieder Richtung Pyro-Inseln. Da, also die Insel, wo Pyro und Zinnober-Inseln sind, das genau. Weil wir da wieder bei Wasser sind. Und Wasser, da bist du dann bei. Ah, das wird nichts. Nee, ich nehme gleich einen anderen. Das war eine dumme Idee jetzt, oder? Da hat er dann seinen großen Auftritt. Auf die Zinnoberinsel hat theoretisch Fischleich seinen großen Auftritt. Ja. Auf dem Weg zum Kraftwerk hat Rübe nochmal einen etwas größeren Auftritt. Ja, das ist auch nur kurz nach Wasser runterfahren. Aber im Kraftwerk selber Elektro-Pokémon. Nee, da hat Andreas dann wieder seinen Auftritt. Alles gut. Die haben alle noch ein bisschen zum Leveln. Nicht so, als wäre es unmöglich, ein ausgewogenes Team zusammenzustellen. Schwierig definitiv, aber unmöglich nicht. Nein. Niemals. Tschüss. So, die letzten, den Flammen wir einfach weg. Das ist mir jetzt zu nervig. Ja, ich würde gerne tauschen. Nein, das war dumm. Luft effektiv. Ja, Luft ist nicht schlecht, aber es war dumm. Oh, nervt das. Flammenwurf. Oh. Schön. Triple Block. Das Spieler besiegt. Treib mich nicht in den Wahnsinn.
Lass uns spielen, Hasenfuß. Mir ist gerade erschreckend aufgefallen. Es ist Samstag, 20 Uhr. Ich habe heute noch gar nicht hochgeladen. Ich hätte das vor, wenn ich wieder nach Hause komme. Und dann war ich lange hier schon. Hab's nicht gemacht. Ich schäme mich. Hilft das? Ja, es hilft zwar beim Erfahrungsbalken nichts, aber es hilft was. Oh. Was da los, was da los, was da los? Gesichter. Säure. Das wird schon. Ja, ja, oh Gott, ja. Life. Life of P. Haha. Haha. Dich hatten wir nicht. Du besitzt ein schönes Rad. Hier damit! Dir klatsche ich erstmal richtig ein für diese Frechheit. Ah, du bist auch wie so ein Schrank, ne? Remigius. Glatzkopf Remigius. Deine Eltern waren Künstler oder wie kommt man auf so einen Namen? Soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, also auch wenn es ein bisschen so klang, aber. Kommt man auf seinen Remigius. Und ich bin hart. Ja, Remigius, das glauben wir dir. Eduard wird sicher ganz deiner Meinung sein. Quasi ein Freund und Helfer hast du in ihm gefunden. Oh, das tut weh. Aber auch nicht sehr viel tief. Oder Eduard, was sagst du dazu? Eduard äußert sich nicht. Remigius. Okay. Eduard, Remigius hier steht hier ganz allein. Er braucht Beistand. Remigius. Ja, ich weiß, es ist ein scheiß Name, Eduard, aber bitte komm hier rüber und rede mit uns. Eduard, bitte. Eduard. Kinder, habe ich nicht recht? Langsam hat der Witz einen Schuh. Dumme Aussage, absolut dumme Aussage. Ein Schuh, wie komme ich auf einen Schuh? Ein Bart. Mann, warum? Ich will es nochmal versuchen, vielleicht schafft er das ja. Wie komme ich von Bart auf Schuh, bitte? Kann mir das einer erklären? Ich nicht. Würde mich wundern, wenn ihr es könnt. Ich kann es nicht. Holzi, gute Nacht. Machollo wurde mit Genickbruch im Pokémon-Center aufgefunden, eingeliefert, was auch immer. So. Ja, dass ich durchheil, hat eher weniger den Grund, dass ich finde, meine Pokémon werden schwach. Es hat vielmehr den Grund, dass wir diesen Party gleich beenden werden. Oh ja, das werden. Nein, fahr jetzt gerade aus. Das werden wir. Ja, bitte einmal heilen. Ich mache schon mal die Abmoderation, während du die Pokémon drauflegst. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann wahrscheinlich recht bald beim nächsten Part Let's Play Pokémon Feuerrot. Bis dann, Leute.